Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game, except I pull in more sluts, more butts, more. Hey Peeps, willkommen zurück zur 10. Folge Redcon. Ja, wir sind endlich zweistellig, zumindest was die Folgenanzahl angeht und was meine Nerven angeht, wahrscheinlich ein bisschen weiter drunter als zweistellig. Ich habe gerade mit einem Freund ein bisschen Culling gespielt, auch nebenbei einfach nur mal aufgenommen, einfach mal gucken, ob vielleicht. Vielleicht gut ist raus und wir haben wirklich eine richtig, richtig spannende Runde gehabt. Vielleicht wird jetzt Sinn kommen, vielleicht auch nicht. Und jedenfalls, ich habe mir überlegt, da ich das letzte Mal so angepisst war, dass ich diesmal jetzt erstmal muss ich das Ganze hier ein bisschen umbauen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich das umbauen wollte. Erstmal das. So. Irgendwie nervt, das nervt mich so ein bisschen hier in der Steuerung, dass wenn man irgendwie so halb daneben klickt, ja okay, das, warte, das geht dann noch, ne, dass man irgendwie, wenn man irgendwie so und dass man das, dass da nicht da ist, wo der Mauszeiger ist. Guck schon wieder, das nervt mich, so, das tut jetzt aber nichts zur Sache. Wir werden jetzt nämlich wirklich einfach komplett auf, Feuerkraft setzen. Wenn ich den rausnehme. Betriebsräume. Munitionsdepot. Minus 4 Energie. Das können wir uns nicht erlauben. Frage, brauchen die. Fortbrennen. Mhm. Ja, weil ich brauche das Ding, damit ich die Abwehrkanonen benutzen kann. Das ist schade. Wenn auch irgendwas eine ganze Menge Energie wegnimmt. Ja, der Laser nimmt noch 6 Energie weg. Aber noch 2, wenn ich jetzt die Basiliskkanone da hinsetze. Haben wir exakt 0. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt wirklich pure Feuerkraft. Aber mit dieser puren Feuerkraft, toll, doch endlich mal. Dass wir diesen scheiß Reaktor in die Luft springen können, weil der regt mich auf, der Reaktor. So. Du flasht. Doppelschuss. Warum hat der nur. Wahrscheinlich will das einem anderen Winkel schießen. Nee, du flasht da mal. Du flasht nicht, weil du eine geringere Treffgenauigkeit hast. Machst du auch mal Doppelschuss dahin. Und ja, du schießt da drauf. Du schießt da auch mit dem Brandgeschoss. Und du dann mit der Splitterbombe. Wobei, dann kann ich tatsächlich mal reinflashen. Dann nehme ich dich da raus. Und dann passt das hoffentlich. Passt es immer noch nicht. Dann nehme ich dich noch da raus und setze dich da rein. Passt immer noch nicht. Tja. Wenn ich jetzt die Doppelschüsse rausnehme, passt das dann? Ah ne, warte, ich nehme die Fläche auch zweimal. Ist einfach so da drauf. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Okay. Okay, 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 okay. Also wirklich getroffen haben wir ja bisher noch nichts. Würde ich jetzt einfach mal so stumpf behaupten. Oh, sehr schön, die verfehlen ja gerade alle. Oh, da unten brennt es sogar, wenn wir den einen da geflasht hatten. Ja, ne? Du heilst dich mal kurz hoch. So, jetzt können wir hier auch wieder Doppelschuss ansetzen. So, jetzt haben wir die Kanone dort schon mal in Schutt und Asche gelegt. Und du jetzt mal kurz auf, es zu reparieren. Schießt du da drauf? So, wir müssen jetzt da unten nicht mehr drauf schießen.
Können wir da drauf schießen? Schießen wir darauf noch eine Brandgranate? Ja, machen wir's. Ja, genau, so machen wir's. Das ist jetzt der Plan. Wobei eigentlich würde ich unten gerne mal reinflashen, da die Brandgranate reinschießen. Das ist jetzt der Plan. Du hast es repariert, das ist gut. Dann kannst du unten jetzt weiter reparieren. Jawohl, jetzt sind die zumindest schon mal geflasht. Wir wollen uns jetzt ganz schön lange zum Nachladen. So. So, komm. Ah, schade, wurde abgefangen. Das Geschütz, schade. Schade, schade. Aber soweit können wir uns das gerade erstmal hier alles erlauben. So, erstmal die wieder davon bringen, aufzuhören zu reparieren. Jetzt ist der dort wieder geflasht und wenn ich da gleich eine Brandgranate reinschieße, ist alles super. So, den Laser hatte ich jetzt rausgenommen, weil der macht gefühlt nicht genug, also sehr geringe DPS-Zahlen. Also der kann zwar durch alles durchschießen, ja, aber der bringt mir irgendwie nicht so viel. Hatte ich das Gefühl. Komm, könnt ihr bitte. Jawohl, schön reingeflasht. Bevor Feuer. Bevor die das Feuer löschen konnten. Der schießt da oben, der schießt da rein, der schießt da sowieso schon drauf. Weil schießt du einfach mal vorne drauf mit Splitter-Sprengsätzen. Damit wir vielleicht den einen da noch down kriegen sogar. Der ist jetzt die ganze. Weil eigentlich ist das gar nicht so schlimm, dass sie da unten verhindern, dass die Kanone repariert wird. Damit kann ich tatsächlich leben. Achso, weil die Kanone hier wieder funktioniert. Nehmen wir hier mal die Flash wieder raus. Damit da wieder ein bisschen Ruhe herrscht. Gut, die verfehlen da jetzt. Das heißt, jetzt kann ich, da du schon mal heil bist, kannst du wieder da oben rein. Und du bist geheilt. So, jawohl, jetzt haben wir zwei down. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil das heißt, die können, deren Reparaturarbeiten sind deutlich behindert. Wenn man Reparaturarbeiten behindern kann, ist das immer gut. Ausnahmslos. So, wo schießt denn jetzt überhaupt überall hin? Gemischt. Okay. Doch, ich schieße nochmal mit allem, was ich hier so habe, da unten drauf. Nein, nicht markieren. War cool zu wissen, dass es dieses Feature gibt. So. Gut, das wurde jetzt abgefangen. Unser Brandgeschoss haben wir gesetzt. Das brennt wieder. Ist das der mit der Flash da unten rein? Jawohl, ist der mit der Flash da unten rein. Ich glaube, wieder ist einer weg. So, die Kanone ist jetzt in Schutt und Asche gelegt. Müsste. Na gut. So, reparier du da mal bitte. Weil jetzt mir hier doch langsam die Kanonen wegschießen. Du flasht einfach nur mal da unten rein und. Ja, ne? Machen wir mal so. Irgendwas werden wir ja schon treffen. Ja, jetzt können die natürlich auch meine Waffenkammer schießen, was ein bisschen ärgerlich ist. So, jetzt brennt es da erstmal bei denen. Wir können auch darauf schießen, weil jetzt meine Kanone da drüber nämlich im Arsch ist. Aber während ich jetzt gleich die Frage, wenn ich den Mörser zerschossen habe, kann ich dann theoretisch auf den Reaktor schießen?
Weil wenn ja, würde ich das machen. Durch das mit der Voraussetzung, dass der Mörser in den Arsch geht. Jawohl. Kann ich da jetzt drauf schießen? Nee, kann ich nicht. Schade. Der repariert da unten. Ich schieße von unten einfach nochmal rein mit der Flash. Achso, da schieße ich jetzt zwei Flashes hin. Nee, das brauchen wir nicht. Wobei, du kannst da. Der kann da schon mal reinschießen. Weil Mörser halt. So, Kanone ist da unten, ist dann wieder in Brand gesetzt. Und du reparierst mal diese Kanone, bitte. Und jetzt werden wir hoffentlich. So, jetzt ist auch diese Kanone weg. Das heißt, jetzt haben wir wirklich freies Schussfeld auf den Reaktor. Hier nehmen wir auch einfach mal das Nervengiftgeschoss. Nehmen wir hier noch eine Flash. Das, also das hauen wir quasi mal alles rein, was wir noch haben in den Raum. Weil das Nervengiftgeschoss wird hier daran hin, das Ding vernünftig zu reparieren. Und das heißt, wir haben diesen dämlichen Drecksreaktor endlich in die Luft gesprengt. Und zwar mit purer Feuerkraft. Manchmal zahlt sich rohe Gewalt nun doch aus. Kann man ja mal sagen. Ich empfehle ich niemanden, immer rohe Gewalt als erstes Mittel anzuwenden, aber manchmal, wenn alles andere scheitert, ist rohe Gewalt das Beste, was man noch zur Verfügung hat. Jawohl, das Nervengiftgeschoss hat gesessen. Jetzt müsste noch. Okay, jetzt haben wir nochmal reingeflasht. Eigentlich brauchte nur noch einen Treffer an dem Ding. Und eigentlich müsste das Ding gleich in die Luft fliegen. Ja. Oh lol, das ist noch gar nicht vorbei. Ja, ups. Ja gut, ne? Achso, der macht nur AOE-Schaden, alles klar. Aber das ist auch nicht zu knapp. Dann werden wir uns nochmal darum kümmern, dass wir jetzt einfach hier nochmal den Rest kaputt schießen. Und dann ist Feierabend. Haben wir es mit purer Feuerkraft doch noch geschafft. Ui, Junge. Ich muss wirklich sagen, das war eine wirkliche Herausforderung. Kann ja hier mal bitte sterben. Wo die restlichen Kanonen schießen, interessiert mich gerade gar nicht. So. Ein Miniatur-Atomkraftwerk. Dann ist es nicht mehr weit bis zur Atombombe. Atombombe? Beruhigen Sie sich, Soldat. Selbst wenn die Krux eine Atombombe hätten, würden Sie sich nicht an ihn verschwenden. Sehr gut. Via Vernichtung gewonnen. Oh, das wussten Sie wohl nicht. Dieser Bunker gehört den Vipers, Commander. Sehen Sie das als eine Form? Vipers? Sie werden es am lebendigen Leib verbrennen! Die Vipers, ein ehemaliger Söldnertrupp, der für seine Grausamkeiten und zum leichtfertigen Einsatz von Napalm berüchtigt ist. Sie sind nun ein ständiger Bestandteil der Krux-Separatisten-Streitkräfte. Sie werden sich nicht so leicht geschlagen geben. Ne? Ich finde es auch so schön an diesem Spiel, dass man eigentlich auf der bösen Seite ist und gegen das Gute kämpft, aber für das Gute kämpft gegen das Böse. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, dass man selber ist auf der dunklen Seite der Macht und kämpft gegen das Gute, aber von der eigenen Position aus gesehen, von der dunklen Seite der Macht aus gesehen, ist man auf der guten Seite und die anderen sind die dunkle Seite der Macht. Das ist so mindblown, das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Das ist eigentlich verwirrend. Das wollte ich eigentlich schon, glaube ich, das öfteren Mal gesagt haben, aber ich habe es nie getan. So, wir haben ein Fünftel der Karriere hinter uns gebracht. Das heißt, wenn es so weitergeht, 50 Folgen sind drin. Ich würde mal sagen, hat ja gerade so gut funktioniert. Dann machen wir das Ganze doch einfach nochmal. Feuerraketen.
Feuerrakete, okay. Ich müsste theoretisch in deren Munitionsdepot reinheizen. Dann ist relativ Ruhe. Wenn ich das tue. Warte, so, dich ziehen wir nochmal ab. Dann können wir hier nämlich Brandgranaten schießen. So. Ich muss nur dafür sorgen, dass deren Munitionsdepots den Bach runtergehen. Weil dann können sie nicht mehr auf mich schießen. Nach Adam Riese. Weil die haben doch eine ganze Menge Feuerkraft. Ganze Menge Feuerkraft haben die zur Verfügung. So. Jetzt können wir alles, was da vorne. Was? Also ein Rainbow Six Patch, alles klar. Können wir da vorne einfach mal direkt reinheizen? Da oben brennt es ja noch. Da schießen wir noch ein Flash rein, erfolgreich. Also dann können wir es zumindest nicht reparieren. Habe ich hier unten eine Flash rein? Ja, unten schießt auch eine Flash rein. So, das heißt, oben brauchen wir hier jetzt nicht mehr flashen. Schießen einfach mal da, doch wieder da drauf. Die wirken mir auch so ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. So, jetzt brennt es da unten. Und die werden jetzt wahrscheinlich gleich drauf gehen. Jawohl, er ist draufgegangen. Der zweite überlebt, überlebt nicht. Ach, wie traurig. Wie traurig. So. Hat ja das schon mal sehr gut funktioniert, diese Taktik. Ja, du reparierst dann mal weiter. Und, nein. Und, hier nehmen wir mal die Flash weg, damit hier wieder alles normal funktioniert. Das Ding ist in Schutt und Asche gelegt, dann legen wir jetzt einfach hier alles in Schutt und Asche, oder? Ich sorge dafür, dass wir keine Energie mehr haben. Ich glaube, das ist viel effizienter, strategische Ressourcen zu, jetzt in Schutt und Asche zu legen, als weil der schießt da drauf, das wird schon passen. Das ist besser, ist jetzt erstmal strategische Ressourcen in Schutt und Asche zu legen, bevor ich mich bevor ich mich deren Feuerkraft widme. So, hier, die bauen das Munitionsdepot jetzt wieder auf. Das ist jetzt uns aber eigentlich recht egal, weil wir vorher noch das nächste Munitionsdepot jetzt kaputt schießen können. Mit allem, was wir so schön haben. Mit dir auch. Ja, das ist hinüber. Damit schießen wir mal da vorne hin. So, dann kannst du wieder in das Abwehrsystem rein, damit das hier soweit wieder lübt. Ist also besser lübt. So, die sind unten jetzt auch weg, weil wirklich gerade eine ganze Menge reingekommen ist. So, du flashst mal da oben. Wir haben mit den Kleinen schon mal das Feuer auf die Große zentrieren. Also, ja genau, und du schießt dann den Brand da oben rein. Ja, so machen wir das. So. Du brauchst da oben jetzt nicht gucken. Du kannst da mal bitte wieder reparieren. So. Damit haben wir den Raum auch wieder in Schutt und Asche gelegt. Mal wieder da drauf schießen. Ja, das brennt auch hier überall. Das ganze Feuer wird sich ja ausweiten. So, da brennt das jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt einfach mal da hinten drauf schießen. Damit deren Abwehrsteuerung nichts mehr zu sagen tut, während wir da oben nochmal eine draufhauen. Die kleine Kanone. Die evakuieren schon. Ich muss mich nur zugeben, diese Festung hier war echt ein leichtes zu erobern. Also nicht zu erobern, sondern zu vernichten. Diese hier zu vernichten, das ist echt, echt Kinderkram. Das ist ja überhaupt keine Herausforderung mehr. Ohne Spaß. Da brennt alles.
Mir fliegt ja sowieso gleich alles. Guck mal, jetzt haben wir das auch in Schutt und Asche gelegt. Die haben doch hier schon gar nichts mehr, wollte sich noch. Was die hier noch machen sollen. Ich meine, deren ganze Bude steht in Flammen. Und die haben noch dieses eine Geschützen, während der Typ jetzt alleine leider seinen Toten gegensieht. Das war jetzt irgendwie easy. Geschieht ihnen recht, dreckige Mörder. Glückstreffer, macht 6% der Fischschüsse zu einem Treffer. Vielleicht habe ich sie unterschätzt, Commander. Vielleicht sind sie doch nicht nur eine Schachfigur wie die anderen. Vielleicht sind sie wirklich ein ganz besonderer Schützling, die rechte Hand des Imperators. Vielleicht sollte ich ihnen mit Respekt begegnen und sie ermorden lassen. So, und bevor wir jetzt nämlich sterben, holen wir uns auf unsere kleine... Nice. Ruhen wir uns auf unserer kleinen Zweier-Siegesträhne aus. Ja, ich würde mal sagen, das war jetzt eine sehr erfolgreiche Folge, die wir hier tatsächlich sogar mal geschafft haben. Seit langem mal wieder zwei Festungen in einer Folge geschafft. Ja, ich bin ein bisschen stolz drauf, vor allem weil ich auch diese dämliche Atomreaktorfestung in Grund und Boden geschossen habe. Und wir haben gesehen, wie so eine Atomexplosion aussieht. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr wieder Donnerstag mit dabei seid bei der nächsten Folge Redcon. Morgen kommt wie immer CSGO aus der letzten Session, wie ja auch letzte Woche. Und bis dahin, Commander Sven ist raus und wir sehen uns beim nächsten Mal.